Karl Hagemeister ist 1848 in Werder an der Havel geboren und verbrachte dort viele Jahrzehnte als Bauerskind, aber auch als Maler. Und 1933 ist er in diesem Haus auch verstorben. Es ist eine sehr idyllische Gegend, umgeben von der Havel, eine sehr schöne Seenlandschaft. Und Hagemeister war auch deswegen heimatverbunden. Er liebte diese Gegend, er wuchs in dieser Landschaft auf und letztendlich begriff er auch diese Landschaftsmalerei als sein Bildmotiv und das macht ihn so außergewöhnlich. Ich freue mich sehr, dass wir eines der Hauptwerke von Karl Hagemeister, Verschneiter Birkenwald, an einem Bachlauf für die Sammlung des Potsdam Museums erwerben konnten, auch mit Unterstützung der Kulturstiftung der Länder. Das Potsdam Museum hat eine der größten Sammlungen zu dem havelländischen Impressionisten mit 14 Gemälden, mit 5 Pastellen, mit 76 Zeichnungen und auch einen repräsentativen Überblick. Ja, dieses wichtige Hauptwerk der Frühphase ist in Altgelto entstanden, 1891-93. Eine wichtige Zäsur auch im Leben Hagemeisters, die Rückkehr in das Havelland. Und ja, wir freuen uns, dass wir ein Werk haben, was auch sehr eindrücklich seine impressionistische Malweise verkörpert. Das Einfangen der Lichtstimmung, der Tageszeiten, aber auch der Wetterverhältnisse. Ja, man hat regelrecht das Gefühl, dass Winter und klirrende Kälte im Gemälde ausdrucksstark ablesbar ist. Hagemeister, ein Impressionist, ein deutscher Impressionist aus unserer Region, der Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts lebte, in einer Zeit der Auf- und der Umbrüche, der Zäsuren, der Transformation, der Disruption, hat Werke erschaffen, die ich bezeichnen würde als erstellte Heimat. Werke geschaffen, ausschließlich im landschaftlichen Kontext. Er hat Wälder, Wiesen, Gräser, Seerosen gemalt, ist eingetaucht in die Natur, hat gelebt mit der Natur. Und warum wir es gekauft haben? Weil es ein wahnsinnig bedeutsames Bild ist, weil es in diese Sammlung, in unser Potsdam Museum passt und weil ich mich freue, dass dieses Bild jetzt vielen Potsdamerinnen und Potsdamern, aber darüber hinaus den Menschen auch zugänglich ist und nicht mehr in einem Privatbesitz verbleibt, denn das ist ein Teil unserer Geschichte, unserer Kunstgeschichte. Durch den Erwerb des Bildes Verschneiter Birkenwald an einem Bachlauf aus dem Jahr 1891-93 ist eine weitere Profilierung des Potsdam Museums gelungen. Der Bestand der impressionistischen Landschaftsmalerei hier ist für das Potsdam Museum von ganz besonderer Bedeutung. Und gerade mit Karl Hagemeister haben wir einen der bedeutendsten deutschen Impressionisten. Und an dieser Stelle ist der wichtigste Teil meiner kurzen Eingangsworte, dass ein ganz expliziter Dank an die Förderer geht, an das MWFK, an die Ernst von Siemens Kunststiftung und an die Kulturstiftung der Länder. Ohne diesen Support wäre es nicht möglich gewesen, dieses Gemälde zu erwerben. Ein Impressionist, der bei Eis und Schnee ein Birkenwäldchen malt und dabei noch fotografiert wird, der hat ein Kunstwerk geschaffen, das ins Museum muss. Und wo könnte Hagemeisters Birkenwäldchen besser aufbewahrt werden als im Potsdam Museum? Deshalb waren wir gern dabei und freuen uns über diesen gemeinsamen Ankauf. Einer der Schwerpunkte unserer Tätigkeit ist die Förderung von Museen, Bibliotheken und Archiven bei der Erwerbung von herausragenden Kulturgütern. Und wenn ich sage herausragende Kulturgüter, dann meinen wir nicht nur kunsthistorisch herausragend, sondern dann meinen wir wirklich auch ikonisch von besonderer Bedeutung für die Region, für die Stadt, gegebenenfalls auch für das gesamte Land. Das ist uns ganz wichtig, dass es diesen gesellschaftlichen Bezug gibt. Und das Werk von Karl Hagemeister, um das es heute geht, gehört zweifelsohne zu diesen herausragenden Kunstwerken. Seine Motive stammen vielfach hier aus dem unmittelbaren Umfeld, aus der Region. Insofern findet das Werk Verschneiter Birkenwald an einem Bachlauf im Potsdam Museum eine äußerst geeignete Heimat. Nicht nur, weil Hagemeister ein Künstler aus der Region war, sondern auch, weil das Potsdam Museum mit Ihnen, sehr verehrte
Frau Dr. Warmth über eine herausragende, wenn nicht sogar weltweit einmalige Expertise auf diesem Gebiet, nämlich zum Oeuvre Karl Hagemeisters, verfügt, eine seltene Kompetenz, zu der ich herzlich gratulieren möchte.